Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir ja durch die längere Verzögerungszeit 2 Missionen geschafft. Und in dieser Folge wollen wir die 5 Loopings schaffen bei dieser extrem lauten Musik. Und ja, der Hüllenbaum XL, der passt natürlich schon mal hier gut dazu. PVC können wir drauf tun, rein theoretisch. Mit Landebeinchen. Was ich mal gucken wollte, wir hatten doch gleich, haben wir jetzt unter, wo ist dieser Schirm, den wir haben? Fällt der unter Sonstiges? Kann man den auch zumachen? Nee, ne? Schade. Ich wollte jetzt schauen, dass wir 4 Drehgelenke einbauen. 4 Drehgelenke, das sollte, ist ja eine ordentliche Masse. Irgendwie lustig, der sagt, nee, er will nicht, aber er lässt trotzdem zu. Geil. Mein Plan wäre nämlich jetzt mit Holz. Nee, das lassen wir lieber. Aber dass wir hier sozusagen unten die Flügel dran setzen. Das Ding ordentlich in die Luft ballern. Mit der High-Technik und probieren mal das Ding nach links und rechts zu schwenken. Ich glaube, ich muss oben rein theoretisch noch was hinbauen. Probieren wir das mal. Zurück zur Konstruktion. Ich weiß nämlich nicht, wie das Ding reagiert, wenn wir jetzt hier oben. Und dann setzen wir den Boost in diesem Fall zum Beispiel nach oben. Das wäre jetzt noch eine interessante Möglichkeit. Okay. Zurück zur Konstruktion. Ich will es hinkriegen. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich mehr Schub. Schauen wir mal, wie wir das jetzt machen am schlausten. Treibstoff. Kriege ich da einen Tank zwischen irgendwie? Ja, perfekt. Okay, das check ich jetzt nicht ganz. Aber rein theoretisch. Kann ich hier jetzt durch? Und hier unten ist ein Triebwerk ansetzen. Okay. Dann muss ich halt zuerst das Triebwerk da unten vielleicht mal ansetzen, ne? Wir nehmen das Standardding hier. Und versuchen jetzt nochmal da durchzugehen. So, okay. Das ist natürlich auch jetzt ein interessanter Weg. Jetzt gehen wir hier auf Bearbeiten und stellen euch auf nachts 4 Sekunden ein. Damit wir sozusagen dann in der Luft die Drehung durchführen können. Schauen wir mal, ob sich das was bringt. Also, warte mal. Also irgendwie macht das Ding kein Looping. Selten. Mhm.
Irgendwie muss ich doch Loopings hinkriegen, oder? Nochmal bauen. Ich bin noch nicht mal gestartet. Ich glaube, ich bugge gerade das Spiel aus. Bisschen zu früh. Kalt ist jetzt schon. Noch Versuch. Zwei haben wir geschafft. Also sind die Booster gar nicht mal das Wichtige. Ich würde sagen, wir setzen oben einfach nochmal einen Tank rein. Den größeren. Oh no. Oh, ich will nicht. Mich nochmal da komplett durchmanövrieren, das ist doch Horror. Kriegen wir da nicht irgendwie noch vielleicht einen größeren Treibstofftank rein oder sowas? Den kriegen wir zum Beispiel rein. Dich auch. Dann lohnt sich's wenigstens. Jetzt machen wir das auf die Schnelle. Runter, links, rechts. Die Combinations. Dann würde ich sagen, bauen und dann schauen wir, wie gut das funktioniert. Triebwerk zu schwach. Zurück zur Konstruktion. Ich baue mal ein stärkeres Triebwerk. Jetzt bauen wir natürlich das andere Triebwerk, weil das ist jetzt zu schwach, was wir haben. Oh. Das ist natürlich jetzt wieder hier so eine Sache. Die Mission ist irgendwie so abgedreht. Warum soll ich Loopings mit einer Rakete machen? Ich will in den Weltraum und nicht Looping. Ja, okay, den Baum haben wir jetzt schon 3000 Mal gesehen. Ah, verdammt. Ich war nicht, glaube ich, sauber genug. Ich hätte das besser machen können. Nicht schon. Oh Gott, okay. Okay. Lass mal den kurz nur abheben. Das ist auf hohe genug. Oh oh. Irgendwie muss das doch funktionieren. Ich check nicht, wie die das machen wollen. Ich hänge schon wieder an einer Mission. Loopings. Wir haben es geschafft, sogar 6 Loopings. Hui. Wir haben es echt geschafft, Wahnsinn. 5 Loopings sollten wir schaffen. Puh. Neuer Looping-Rekord, 6 sogar offiziell. Epischer Tag errungen. Das nenne ich mal Erfolg. Robotisch, Baum, der Bahn, Doppelschwanzsprint und schick, würde ich sagen. Holy shit, das war eine Herausforderung aber. Das muss man lassen. 2 Kombinationen, die zwar wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber... Damit kann ich auch noch schnell die andere Mission schaffen, glaube ich. Schauen wir hier rein, robotisch. Ach, das... Fidget, das sollte daran erinnern, immer gechillt zu bleiben. Fidget, Finder. Halte die Ohren steif. Okay. Jetzt machen wir wieder die nächste... Wir hatten gleich noch eine Loop... Nein, er hat die Rakete! No! Die war super! Looping-Monster, vollführe 2 Loopings. Dafür wäre die Rakete jetzt perfekt gewesen.
Vielleicht können wir das aber auch mit weniger machen. Wir müssen ja nicht so viel Kinetik einbauen. Weil das ist auch blöd. Wir nehmen jetzt einfach so kurze Holzteile dazwischen. Überall. Und machen die daher sehr böse beim Angriff von Luft und Widerstand an. Schauen wir, wie sie da drauf reagiert. Da oben noch die Nase drauf. Zack. Dann können wir es jetzt so machen, dass hier eine Pumpe reinkommt in die Mitte. Oben kommt der Treibstofftank rein. Und unten kommt das Triebwerk rein. Und dann müssen wir rein theoretisch nur von A nach B gehen. Und das sollte gut funktionieren. Meiner Meinung nach. Wie gut es am Ende klappt, ist noch die Frage. Zwei Loopings sind zu schaffen. Also irgendwie hat das Ding noch nicht mal eingeschafft. Was soll denn das jetzt? Ah, das hat doch davor so gut funktioniert. Hat es vielleicht umgedreht eingebaut, dass es sich ausrotiert? Es war auf jeden Fall einer. Ein Looping haben wir geschafft. Aber das ist ja nicht das Ziel. Looping-Rekord war 6 mit der davor. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall die Pumpe rausnehmen. Die pumpt viel zu schnell das ganze Zeug durch. So sollte das dann funktionieren. Ich habe jetzt wieder nicht geguckt, ob... Jetzt lassen wir die genug steigen. Bisschen steigen, Kilometer so und dann... Das haben wir nach 2 aus. Aber das obere dreht sich nicht. Er sollte sich drehen, dreht sich aber nicht. Ah, okay. Die sind einzeln gelenkt. Gut zu wissen. Aber wir haben die Mission. Du hast ein virales Tag erhalten. Ohoho. Monster. Wild, Mega. Anfänger. Haben wir hier noch Wild. Das fällt unter Mega, Clever, 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 Clever. Clever, Clever, Wild. So, das sollte doch jetzt eigentlich passen, oder? Super Kombination Wild, Super Kombination Mega. Das ist doch wieder ein schöner Anblick. Da steigt auch wieder das Geld. So wie wir das wollten. Aber keine neue Nachricht? Also was, wir zersägen jetzt einfach mal den Rest der Schaufensterpuppe. Den Kopf. Bezahlen. Wie war das? Ich sollte unter Videos auch gucken. Bedeutet, ich sollte unter meinen Videos, keine Ahnung, hier jetzt unter 27 mal die Kommentare durchgucken. Doppelte Kraft, 100. Ich rolle an. Kann man das nicht irgendwie schneller machen, weil die ganzen Videos durchgucken? Das wird eine ganz schöne Arbeit. Ich sag's euch jetzt schon. Dynamit statt mehr. Boston Dynamics, bau mindestens 2 Drehgelenke ein. Drehe ein Teil deiner Rakete mechanisch mittels eines Drehgelenks. Was? Drehe ein Teil? Bau mindestens 3 Drehgelenke ein. Drehe ein Teil deiner Rakete
mechanisch mittels eines Drehgelenks. Erreiche eine horizontale Entfernung von 2 Metern. Und keine Teile der Gruppe Booster ein. Okay, und kein Feuerwerkskörper und keine Triebwerke. Okay. Warum denn sowas? Okay. Wir nehmen jetzt mal das als Grundlage. Tunteiler so drunter. Und dann Kinetik. Drehgelenk. Dann brauche ich irgendein Teil zum Bewegen. Das wären lustige Füße, aber ich glaube ein bisschen zu groß. Dann nehmen wir doch sowas hier. Schön. Das kopieren wir jetzt und setzen da unten dran. Und das Ganze kopieren wir jetzt und setzen mal hier unten dran. Und jetzt muss ich dann nur gucken, mit was ich was bewege. Du bist... Du bist W und S. Du bist nach unten und nach oben, okay. Du bist links, rechts. Let's try, wie das funktioniert. Noch irgendwie ein drittes Teil bewegen. Start. Das war nicht der Plan. Start ein Neuversuch. Ah, wie soll denn das stehen bleiben, Leute? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ah, bessere Idee. Aha, wir machen Zugroboter. Bessere Idee. Das sollte doch gut funktionieren, wenn wir das Ganze nehmen. Und dann... nehmen... Vielleicht funktioniert das. Ich weiß es zwar noch nicht, aber probieren kann man es. Bauen? Ah, Start natürlich. So, ich muss erstmal die Steuerung vielleicht lernen, ne? Er ist noch nie mal wirklich weit gekommen. Das ist doch bescheuert. Irgendwie muss das doch funktionieren, ganz ehrlich. Also irgendwie, irgendwo und irgendwann funktioniert das. Oh nee, okay, es stürzt schon wieder ab, Leute. Und ich würde sagen, das ist der Zeitpunkt, wo wir sagen, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge versuchen wir, dieses komische Ding sich zu bewegen zu lassen. Also, bis dann. Ciao.
changes.